Zeig uns, wie man jetzt aus diesem Stückchen Leder einen Sattel herstellt. Für mich noch sehr unvorstellbar. Ich würde vorschlagen, Sandra, du darfst jetzt mal an die Nähmaschine. Geht schon los. Oh, boah, das schaut viel einfacher aus, als es ist. Wie lange dauert es, bis so ein Sattel fertig produziert ist? Huch, was ist mit dem Sattel los? Das schaut schon ein bisschen wild aus. Wie hoch ist denn die Nachfrage bei euch nach Kunstleder? Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir verbringen 2 Tage als Sattler und sind heute zu Besuch bei der Sattlerei Niedersüß. Und hier bekommen wir ganz exklusive Einblicke, wie so ein Sattel produziert wird und welche Arbeitsschritte dafür notwendig sind. Ich habe euch dazu auch auf Instagram wieder um eure Fragen gebeten. Und dann wird es morgen auch noch weitergehen, denn so ein Sattel wird natürlich nicht nur produziert, sondern muss auch ans Pferd angepasst werden. Und auch da dürfen wir einem Sattler über die Schulter schauen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir hier mal rein. Hallo! Hallo, Christi! Freut mich voll, dass wir heute hier sein dürfen. Gerne. Und magst du dir vielleicht einmal kurz vorstellen bei den Leuten? Ich bin die Christine Niedersüß und bin die Geschäftsführerin von der Sattlerei Niedersüß. Und wir schauen uns jetzt in der Werkstatt an, wie ein Sattel produziert wird. Sehr, sehr spannend. Komm mit. Wir stehen jetzt hier schon mitten in der Sattlerei. Und wie gesagt, ich habe wieder ein paar Fragen von euch mitgenommen. Und da wäre die erste Frage, was ist denn der allererste Schritt bei der Herstellung eines Sattels? Bevor wir eben mit der Produktion starten, darf man sich hier mal eine Nahtfarbe aussuchen. Vom klassischen Schwarz bis über Rot, Grün, Orange, was das Herz begehrt. Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten von Kroko, Einsatz, Nubukleder, Lackleder oder Glitzersteinchen. Und die kann man dann beim Sattel sich so auswählen, wie man das haben möchte. Und wenn wir das alles wissen, dann können wir starten. Wir schauen uns das gleich mal an und beginnen einmal mit dem Leder zuschneiden. Wir haben hier die Schablonen von einem Sattel. Das sind die ganzen Teile, die man für ein Sattelkissen braucht. Und das müssen wir jetzt natürlich einmal aus Leder ausschneiden. Sieht auf alle Fälle schon sehr spannend aus. Und man kann da wirklich schon so ein bisschen die Grundform eines Sattels erkennen. Aber total spannend. Das heißt, das wird ein Dressursattel, nehme ich mal an. Genau, das wird ein Dressursattel. Das Blatt. Ganz genau. Das kommt auch zum Kissen. Das ist der Oberteil. Kommt so drauf. Ich kann ja da Putzle bauen, glaube ich. Es sollte sich dann so ergeben. Ach, falsch. Da haben wir die verschiedensten Keile. Ah, Keil 2, Keil 3. Genau, je nachdem, wie hoch der Keil hinten beim Kissen sein sollte. Dann suchen wir uns beim Leder mal eine schöne Stelle aus, die was ohne Fehler ist. Das legen wir uns einmal schön auf. Und dann können wir uns dort, hier ist zum Beispiel ein Fehler, der nicht eingearbeitet wird. Mhm. Das kann man dann einmal markieren, dass man dann nicht immer wieder suchen muss. Also wie entstehen solche Fehler im Leder? Einerseits durch Mückenstiche, durch Hautkrankheiten der Kühe. Andererseits auch, wenn sich die Kuh wo kratzt mit einem Ast. Und weil wir hier jetzt wirklich mit echtem Rindsleder arbeiten, wollte die Julia wissen, wie hoch ist denn die Nachfrage bei euch nach Kunstleder? Die Nachfrage ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Dass wir Kunstleder verwenden, weil ja das Leder ein Naturprodukt ist und von dem her, von der Verarbeitung her ganz toll ist. Was hat das echte Rindsleder für einen Vorteil gegenüber zum Kunstleder? Von der Feuchtigkeit her natürlich nimmt es die Feuchtigkeit sehr gut auf und kann sie auch wieder absorbieren, wobei man beim Kunstleder natürlich viel mehr schwitzt, weil das einfach auch ganz oft Plastik ist. Und das Leder ist ja natürlich ein Abfallprodukt, was sonst weggeschmissen werden würde. Und so können wir aus dem Leder ganz ein tolles Produkt produzieren. Zeig uns, wie man jetzt aus diesem Stückchen Leder einen Sattel herstellt. Für mich noch sehr unvorstellbar. Wir haben hier ein schönes Fleckchen Leder. Da legen wir uns die Schablone so her und zeichnen sie mit unserem Stift nach. Und dann lasse ich gleich dich. Und ich verwackle jetzt alles. Also ich muss sagen, für mich gerade sehr erstaunlich, dass wir absolut mit Handarbeit starten. Ich dachte, wir gehen gleich irgendwie an die Maschine und los geht's. Aber wir fangen wirklich sehr schön gemacht. Sehr klassisch an. Bei den Standardsätteln, normalerweise stanzen wir das mit der Stanzmaschine, da haben wir Stanzmesser. Aber weil das ein Sondermodell ist, werden es wir mit dem Messer zuschneiden und das darfst du gleich ausprobieren. Einfach schneiden. Hat auf alle Fälle was sehr Meditatives, finde ich. Bei mir wird der Sattel sehr lange dauern und wird wahrscheinlich ein bisschen schlampig gearbeitet sein.
Stückchen ist fertig geschnitten und kommt jetzt zu den anderen. Und da liegt jetzt echt eine ganze Menge. Wie viel Lederstückchen braucht man denn für einen Sattel? Hier haben wir nur die Teile vom Kissen. Mhm. Das sind ungefähr 12 bis 15 Lederteile. Für den gesamten Sattel sind wir bei ungefähr 20 bis 25 Lederteilen. Okay, ja, ich habe schon mal auf jeden Fall eine Zeit hier für eins gebraucht. Wie geht's weiter? Und hier springen mir gleich schon ein paar schöne Glitzersteine in den Kopf. Man kann sich ja, wenn man den Sattel neu bestellt, dann kann man sich ja individuell zusammenstellen, wie man den möchte. Wie viele Leute bestellen denn wirklich noch einen ganz klassischen schwarzen Sattel ohne Lack und ohne Glitzersteine? Das wird tatsächlich immer weniger. Wir haben heuer ganz wenige Reihen in schwarz oder braun produziert. Also die meisten haben entweder ein Steinchen oder die Karo-Naht hinten oder ein färbiges Keder, eine färbige Naht. Das kann man sich ja alles individuell aussuchen. Und von dem her ist wirklich jeder Sattel ein Einzelstück eigentlich. Aber das heißt, bei den Leuten ist eindeutig Mut zu Farbe und Mut zu Glitzer. Auf jeden Fall. Es wird mit jedem Jahr, sagst du, weniger, dass die Leute ganz einfache Sättel bestellen. Ja. Und jetzt wird überlegt, rosa in das Sortiment aufzunehmen. Wirklich? Ja. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr dafür seid, dass auch rosa dazu kommt. Aber ich bin sicher, rosa ist schon schick. Bin ich gespannt. Wir sind jetzt da in unserem Rohteile-Lager. Das sind die ganzen Stanzteile. Wie wir vorher schon gesprochen haben, die Teile werden natürlich nicht alle zugeschnitten, sondern gestanzt und dementsprechend nach unseren Modellen sortiert, weil ja die unterschiedlichen Modelle unterschiedliche Zuschnitte haben. Das heißt, bei jedem Modell ist das Kissen anders geschnitten. Und bevor wir uns jetzt wirklich weiterführend an die Sattelherstellung wagen, wollte die Franzi und ganz viele andere natürlich wissen, wie lange dauert es, bis so ein Sattel fertig produziert ist? Weil man bekommt ja natürlich als Endkunde oft mit, dass man einfach mehrere Wochen bis Monate bis Jahre auf einen Neusattel warten muss. Wie lange dauert das in der Herstellung? Uns dauert die Herstellung an sich vom Sattel ca. 20 bis 24 Stunden, wo der Sattel dann fertig ist. Natürlich dauert es länger, weil es muss was trocknen, es muss der Sattelbaum geschäumt werden, der aushärten muss. Und natürlich sind ja Bestellungen schon eingelangt, also man hat nicht in 24 Stunden dann einen Sattel. Das glaube ich. Also man sieht ja auch hier jetzt in der Werkstatt, dass ganz viele Mitarbeiter an ganz vielen unterschiedlichen Sätteln arbeiten. Wie du sagst, weil immer wieder auch was trocknen muss. Aber sehr spannend, weil man halt als Endkunde oft so lange drauf wartet. Und die Sättel werden ja immer nach den Kundenwünschen produziert, von färbigen Nähten bis über Glitzersteine, Lackleder. Wenn der dann bestellt ist, dann geht das in die Produktion, das wird gestanzt, das muss ja alles dann dementsprechend vom Kunden individuell zubereitet werden. Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, ihr produziert ja wirklich alles hier bei euch in der Sattlerei, aber das ist ja nicht bei allen Sattlereien so, dass es wirklich in Österreich oder in Deutschland produziert wird. Gibt ja auch genug, die irgendwie im Ausland produzieren. Ich kann eben nur von unserer Sattlerei sprechen. Also wir produzieren alles hier in Österreich. Alles? Hier. Alles. Das Leder kommt aus Bayern. Ist uns auch sehr wichtig von der Qualität her, wo wir wissen, dann die Kühe hatten ein gutes Leben und die Gerberei arbeitet sauber und das ist alles gut hergestellt mit Materialien, die auch wirklich in Ordnung sind und nachhaltig sind. Ja. Das ist uns sehr wichtig und natürlich haben wir dann von der Qualität vom Leder her auch eine Top-Qualität. Hier sehen wir jetzt, wie ein Kissen genäht wird, wie aus den ganzen Einzelteilen ein Kissen entsteht. Ah, das sind schon fertige Kissen. Oh. Ist noch nicht ganz fertig. Kniepauschenleder ist aufgenäht, die Ortsspitzen sind aufgenäht und jetzt werden die restlichen Teile noch zusammengenäht, dass wir dann ein fertiges Kissen haben. Oh, boah, aber da merkt man jetzt schon langsam die Form Richtung Sattel. Sehr cool. Aber schaut auf jeden Fall gar nicht so einfach aus, Leder zu nähen. Ganz genau. Man muss ja genau die Teile zusammennähen, damit die Keile hinten gleich aufgenäht sind, damit die Teile alle gut zusammenpassen, damit nachher ein gerader Sattel entsteht. Glaube ich. Man möchte keinen schiefen Sattel haben. Ich würde vorschlagen, Sandra, du darfst jetzt mal an die Nähmaschine. Okay. Boah. Ich hoffe, ich darf keinen richtigen Sattel nähen, weil ich glaube, der wird sonst schief. Ich kriege wieder meinen zugeschnittenes Fettsal. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, das macht alles an Maschine, dass man da wirklich jetzt selber da sitzen muss. Zum Nähen ist schon wild, für jeden einzelnen Sattel. Genau, für jeden einzelnen Sattel. Es macht natürlich eine Maschine, aber die Maschine muss von einem Menschen bedient werden. Jetzt darfst du es ausprobieren. Ich bin gespannt. Wir legen uns die beiden schönen Seiten zusammen. Und hier kannst du dann hier runternähen. Den Faden bitte hier hinten halten. Geht schon los. Oh. Ah, das wird komplett schief. Ah, Mist.
Okay, vernähen. Okay. Perfekt. Also ich weiß nicht, ob das schon perfekt geworden ist, oder? Schauen wir gleich. Ja, toll. Und schon sind zwei Lederstücke zusammengenäht. Ist der Experte zufrieden mit meinem Werk? Ein bisschen Übung und du könntest schon bei uns beginnen. Apropos auch eine Frage von der Fiona. Wie wird man Sattler? Also was ist da für eine Ausbildung notwendig? Sattler lernt man natürlich in einer Sattlerei. Mhm. Es ist ein Lehrberuf. In Österreich genauso wie in Deutschland gibt es da eine Berufsschule. Mhm. Die Lehre in Österreich dauert 3 Jahre und da lernt man dann, wie man einen Sattel baut. Das heißt, auch bei euch hier in der Werkstatt könnte man die Lehre zum Sattler machen? Genau. Ja. Wir haben 2 Lehrlinge hier und natürlich schon einige, die Lehre abgeschlossen haben. Ja, also falls jemand von euch Interesse hat an einem Lehrberuf zum Sattler, also ich glaube, da kann man auf alle Fälle richtig viel lernen. Und vor allem auch sehr cool, weil man richtig viel Handarbeit macht und dann nicht nur den ganzen Tag vorm Computer sitzt. Und jetzt geht's weiter zum Kissen füllen. Alles das klar. Schauen wir uns bei der nächsten Station an. Ich finde mein zusammengenähtes Stück toll. Beim nächsten Arbeitsschritt sehen wir jetzt, wie das Kissen gefüllt wird. Mhm. Wir haben hier eine spezielle Mischung aus 2 Naturfasern, Holzfaser und Schafwolle. Aus dem Grund keine Kunstfaser, damit der Schweiß vom Reiter und vom Pferd gut aufgenommen und auch wieder getrocknet werden kann. Also ich glaube, den Arbeitsschritt kennen wahrscheinlich einige vom Sattler vor Ort, wenn er irgendwie so ein Kissen mal nachpolstert, aber da starten wir ja wirklich ganz von vorne. Bei der Grundfüllung ist es ganz wichtig, dass das Kissen schön gefüllt ist, dass keine Hügelchen drinnen sind, die würden sonst Druckstellen beim Pferd verursachen. Jetzt halte ich ja hier nur wirklich so ein kleines Stückchen in der Hand, aber wie viel von dieser Wolle kommt in einen ganzen Sattel da rein? Schon einiges wahrscheinlich. Das ist ungefähr 1 Kilo oder so ein Stück. Boah, okay. Kommt in das ganze Kissen hinein. Zur Decke für den Menschen. Genau. Wahnsinn! Aha. Und wird natürlich vom Kissen ja so gefüllt, dass es fürs Pferd optimal passt. Ja. Möchtest du das Füllen ausprobieren, liebe Sandra? Ja, sehr gerne. Bitte. Wir haben hier die Schafwolle. Du schnappst dir ein kleines Stück, ziehst es in diese Richtung, schnappst dir deinen Füllstock und dann geht's schon los mit dem Kissen füllen. Schön füllen, damit das Pferd keine Druckstellen bekommt. Das arme Pferd. Wenn du mit der Hand hier oben drauf gehst, wird es schön gleichmäßig. Boah, das schaut viel einfacher aus, als es ist. Ich habe das Gefühl, ich stopfe das da rein und dann wird es da reingestopft. Und ich glaube, das Pferd hat dann noch 1000 Druckstellen. Füllen braucht man sehr viel Gefühl, sehr viel Gespür. Boah, ich spüre jetzt schon Druckstellen. Und man kontrolliert dann an der Unterseite, der hier ist am wichtigsten, und fährt so drüber und schaut dann, wie schön das geworden ist. Man muss dazu sagen, es handelt sich hier um einen Übungssattel. Also keine Sorge, es wird da kein Pferd dann mit meinem gefüllten Sattel ausgestattet. Und es dauert ewig. Dafür braucht man schon eine Zeit, genau. Wir sind jetzt hier bei Arbeitsschritt Nummer 3. Genau. Aus wie vielen Arbeitsschritten besteht der Sattelherstellung? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil so viele kleine Arbeitsschritte immer wieder dazwischen sind. Wo wieder was trocknen muss, wo mittlerweile jemand anderer zum Beispiel den Sattelbaum zurichtet. Der wird in der Zwischenzeit produziert. Da kommt der Schaumstoff drauf für den Reiter und kann durchaus in der Zwischenzeit schon überzogen werden. Was würdest du sagen, wie viele Arbeitsschritte? Um die 10 Arbeitsschritte. Okay. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Was sagt der Experte wieder zu meinem Werk? Schau mal, kannst du hier mal drüber fahren? Ja. Spürst du es? Ja, sehr ungleichmäßig. Genau. Mhm. Ein bisschen Übung, dann wird es schon passen. Okay. Es ist nicht so schlecht. Aber auch nicht gut. So, dann schauen wir zum nächsten Schritt. Was hast du da jetzt Schickes mitgebracht? Ich habe da jetzt den Sattelbaum, das ist jetzt der nächste Schritt. Der ist schon so weit vorgefertigt, dass da was drauf ist. Und als nächstes kommt da das Leder drauf. Das wird dann so drüber gespannt, damit später dann keine Falten mehr hat. Und da können wir jetzt hier zuschauen. Es ist ja wichtig beim Sattel, der verbindet ja 2 Lebewesen, also den Mensch und das Pferd. Der Sattelbaum ist für den Reiter natürlich ganz wichtig, damit die Sitzlänge passt. Und die Kammerweite vorne, das ist hier dieser Teil, der ist ganz wichtig fürs Pferd, dass das weit genug ist, damit das Pferd keine Druckstellen auch bekommt, aber auch nicht zu weit, weil sonst würde es dem Pferd an der Wirbelsäule wehtun. Da verwendet man dann spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel die Sattelspannzange. Magst du es einmal probieren, einmal anziehen? Voll gerne. Du setzt hier an, genau. So? Genau, und mit diesem Hebel hier drückst du hinunter und ziehst die Falte heraus. Nach oben ziehen.
Genau, und dann wird geklammelt. Schaut einfach aus, als es ist. Das schaut sehr viel einfacher aus. Also ich glaube, ich kann das nicht. Bitte, du darfst wieder übernehmen, weil das wird nichts. Aber schau. Jetzt ist sie heraus. Hä? Wie? Übung. Ja, sehr viel Übung. Okay, das schaut echt sehr viel einfacher aus, als es ist. Bei dem Arbeitsschritt wird jetzt die Satteltasche produziert. Das ist das Knieleder, wo dann da das Knie bzw. der Oberschenkel draufkommt. Und das wird hier zusammengenäht. Einmal der weiche Teil und einmal das härtere Leder. Also ich sehe schon ganz viele Nähmaschinen hier auf alle Fälle in der Werkstatt. Genau, mit verschiedenen Stärken. Und das muss natürlich immer ganz genau genäht werden, damit es dann vorne schön aussieht. Das ist, was hier dann sieht, mit einem Muster, weil es eben so gewünscht ist, und hier, wo dann die Naht genau hier drinnen ist. Wir schauen uns jetzt nur einen Schritt an. Was beim Sattler ganz wichtig ist, das ist das Handnähen. Der Sattler braucht es immer wieder, zum Beispiel bei Bauchgurte, bei Schlaufen, für Gürtelschlaufen, beim Zaumzeug. Ja. Mit einer Nähmaschine ist da ganz vieles nicht machbar. Das schauen wir uns an. Du darfst da natürlich wieder mal ein bisschen was ausprobieren. Hier wird jetzt der Riemen vorbereitet. Kanten abziehen nennen wir das. Boah, aber das Leder ist richtig dick. Also das genau. Per Hand zusammennähen. Das werden wir jetzt dann probieren. Hut ab. Damit es dann eine schöne Kante ergibt, wird die Kante noch einmal gefärbt, wo man natürlich auch gut aufpassen muss, dass man nicht das Leder an der Vorderseite anfärbt. Ja. Das darfst du jetzt ausprobieren. Okay, das heißt quasi diese Kante, die man da jetzt ein bisschen abgeschnitten hat, wird angemalt. Nochmal das Überschüssige nochmal wegwischen. Naturtalente! Du wärst schon eine gute Sattlerin. Jetzt schauen wir uns das nur an mit dem Nährössel, wie die beiden Teile zusammengenäht werden. Jetzt da wieder typische Sattlerwerkzeuge, die Ahle und den Pfriemen. Die sind natürlich vom Werkzeug her so, dass sie das Leder durchstechen können. Das hat eine Schneide hier, die Ahle, und da kann sie durchstechen und jetzt eine Naht machen, die später dann genauso aussieht, wie wenn es mit der Nähmaschine genäht wäre. Das Handnähen ist natürlich auch ganz viel Übungssache, damit es dann wunderschön aussieht. Ja. Magst du das auch probieren? Voll gerne. Also es sieht nämlich richtig einfach aus und so zack und zack. Aber ich gebe mein Bestes. Ich fange ungefähr mit zwei Nadeln. Dann stich, ne? Ja. Schau so, bitte. Den stichst du gerade durchstichen, weil hinten zu zackelt schon. Ah, nicht gerade. So, dann die. Das war das richtige Werkzeug? Genau. Ja, das gerade durchstichen ist gar nicht so einfach. Wenn es dauert. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind, was gerade das erste Mal irgendwie so lernt, wie man Knoten macht. Also ich glaube, das wäre nichts mehr. Ich glaube, ich wäre noch nicht eine gute Sattlerin. Also ich habe hier einen deutlich fatalen Fehler gemacht und ich würde sagen, ich lasse das lieber und lasse das dem Profi machen. Da sehen wir jetzt den letzten Schritt. Da ist der Sattelbaum überzogen, in dem Fall vom Kundenwunsch her so. Dann die Satteltaschen sind schon angebracht, das Kissen gefüllt. Und jetzt wird das Kissen mit dem Sattelbaum zusammengenäht. Und ich merke schon, da ist jetzt auch wieder Handnaht gefragt. Verständlich, dass man das dann unter Maschine legen kann. Genau, das ist mit einer Nähmaschine nicht möglich und wird eben jetzt per Hand vorne und hinten zusammengenäht. Das ist schon ganz schwierig, braucht man schon einiges an Kraft. Es wirkt jetzt irgendwie, du hast es so super sympathisch erklärt, es wird gestanzt, es wird genäht, es wird gestopft. Aber wenn man da einmal ein bisschen selber diesen Handgriff macht, das ist nicht super easy. Das erfordert echt schon ganz schön viel Übung, damit die Sättel halt auch schön und gerade werden. Und wie man sieht, es steckt ganz schön viel Handarbeit dahinter. Ja. Huch, was ist mit dem Sattel los? Das schaut schon ein bisschen wild aus. Der ist jetzt schon geöffnet worden von uns. Ach so, okay. Genau, weil dieser Sattel ist zur Reparatur hier. Okay. Da wird was ausgetauscht. Wenn der schon zur Reparatur hier ist, ist schon ein älteres Modell dieser Sattel. Werden natürlich die Strippen angesehen, ob die auch getauscht gehören. Das ist immer ganz wichtig, weil es da auch natürlich um die Sicherheit geht. Spannend, wusste ich gar nicht, dass man die Sättel reparieren lassen kann. Natürlich, man kann zum Beispiel ein neues Sitzleder draufgeben. Man kann beim Kissen was machen. Manchmal wird das Kissen auch zum Aufpolstern heruntergegeben. Und hier wird dann der Sattel einfach wieder zusammengenäht und sieht dann aus wie neu. Da habe ich jetzt auch gleich noch eine Frage von der Katrin, und zwar möchte die wissen, was ist eigentlich an diesem großen Mythos oder Gerücht dran, dass man nicht mit Silikonreithosen reiten soll, weil das anscheinend den Sattel schädigt. Was sagst du dazu? Das Leder hat eine leichte Beschichtung obendrauf und die Silikon reibt es runter und dadurch kann der Sattel ganz bald unschön aussehen. Man muss sich natürlich das Material von den Reithosen ansehen. Ja. Man kann nicht alle in einen Topf werfen, aber von unserer Seite sind Silikonreithosen nicht zu
empfehlen. Das ist auf alle Fälle gut, glaube ich, für uns alle zu wissen. So, liebe Sandra. Jetzt kommt der beste Part. Hier darunter ist dein Sattel. Bist du schon neugierig? Ja, ich bin richtig neugierig. Man muss vorher dazu sagen, ich verlinke euch an dieser Stelle nämlich das Video, als der Sattel nämlich schon bei uns war. Denn Pilgrim bekommt einen neuen Vielseitigkeitssattel. Und der wurde jetzt hergestellt von euch. Und ich bin richtig gespannt. Er sieht ein bisschen bunt und wild aus. Ah, wild ist er nicht, aber bunt. Bevor du jetzt diesen Sattel zeigst, noch eine ganz wichtige Frage, die sowohl mich als auch die Melanie interessiert. Und zwar, wie pflegt man einen Sattel richtig? Das Wichtigste ist nach dem Reiten, wenn er verschmutzt ist, mit einem trockenen Tuch einfach einmal drüber wischen. Mhm. Und dann 3-4 Mal im Jahr den Sattel mit Sattelseife waschen, den ganzen Schmutz herunterwaschen und dann unbedingt mit Lederpflege noch einmal drüber gehen, damit das Leder wieder gepflegt ist und nicht austrocknet. Lederfett oder Lederöl? Das ist egal. Bienenwachs ist eher nicht so optimal. Öl oder Lederfett, das ist egal. Immer wieder zwischendurch einfach einmal mit dem Lederfett oder dem Öl drüber gehen. Kann man ruhig öfter machen als wie die Grundreinigung. Kann man da den ganzen Sattel einölen oder gibt es bestimmte Stellen, die man nicht einölen sollte? Kann man den ganzen Sattel. Man soll den Sattel nicht in Öl tränken, das ist wichtig. Aber einölen, das Leder freut sich über Pflege. Oh, Wahnsinn. Richtig schön. Hier eben mit Lackleder und beigen Nähten und in schönen dunkelbraun. Oh, richtig schön. Bitte, liebe Sandra, viel Spaß und viel Freude damit. Der Sattler kommt dann nochmal vorbei und schaut sich das dann direkt am Pferd an. Genau, das ist nämlich natürlich ganz wichtig, dass der Sattel dann auch auf Pilgrim nochmal wirklich angepasst und kontrolliert wird. Und deshalb begleiten wir noch morgen euren Sattler und schauen uns das Ganze natürlich auch vor Ort mit Pferd an. Aber jetzt dürfen wir erstmal hier dieses wunderschöne Schmuckstück begutachten. Wir haben jetzt den nächsten Tag und natürlich findet die Arbeit als Sattler nicht nur vor Ort in der Sattlerei statt, sondern ein ganz großer Teil ist es natürlich, zu den Kunden zu fahren und dort individuell die Sättel anzupassen. Du hast jetzt schon den Sattel mit, wo wir gestern ein paar Einblicke bekommen haben, wie der produziert wurde. Und jetzt würde ich sagen, bitteschön. Wir haben dann jetzt, so wie ich das bestellt habe, haben wir den in der Firma eben angefertigt und jetzt lege ich ihn nochmal drauf, nochmal nachkontrollieren, ob der wirklich dann so erzeugt worden ist von der Polsterung und vom Kissen, ob das alles richtig passt. Und wenn das alles gut ist, dann komme ich so in 3-4 Monate nochmal vorbei und gebe nochmal ein gratis Nachpolstern. Müssen wir immer schauen, dass die Pferde einigermaßen gerade stehen und keinen Fuß entlastet oder den Rücken verdreht, weil dann liegt der Sattel eben nicht richtig am Rücken drauf und man kann das nicht so genau anschauen. Da muss man immer schauen, dass genug in der Schulter Platz ist, dass da nichts spießt und auch beim Widerrist, dass da der Sattel in dem Widerrist auflegen kann. Widerrist ist jetzt bei den Friesen, da haben wir eine weite Kammer eher weniger das Problem. Da muss man immer eher schauen, dass die Schulter genug Platz hat. Dann schaut man immer, dass man den Rücken ein bisschen nach oben bringt. Und ob der Sattel dann noch immer gut liegt, weil beim Reiten wölbt sich das Pferd auch immer mit dem Rücken ein bisschen auf. Und dann kann es dann sein, dass der Sattel ein bisschen kippt und das wollen wir nicht. Großes Lob an unsere Mitarbeiter, der passt wieder wirklich gut. Es ist immer so, die Polsterung gibt eben nach und nach 3-4 Monaten kommt dann nochmal die Feinjustierung. Ich würde das immer so vergleichen, wie wenn man sich einen Schuh kauft, der muss am Anfang gut passen. Aber wenn man dann eine Zeit lang einläuft, dann ist er nur besser. Schauen wir jetzt, wie der Sattel dir taugt, ob du ein gutes Gefühl damit hast. Bevor ich mich natürlich jetzt in den Sattel schwinge, packen wir gleich mal eine Schabracke drunter, denn wahrscheinlich, wie man es schon bei uns allen im Gesicht sieht, es ist heute richtig, richtig heiß. Meine Aufgabe ist es nun, den Sattel ausgiebig zu testen, denn wie wir gesehen haben, ist ein Neusattel nicht nur auf die Bedürfnisse des Pferdes, sondern auch auf die des Reiters angepasst. Der Pferderücken ist heilig und deshalb ist ein gut passender Sattel fürs Reiten Voraussetzung, damit das Reitergewicht optimal verteilt werden kann und keine Druckstellen entstehen. Wir haben die Sattlerei Niedersüß nun 2 Tage lang bei der Produktion von Neusätteln begleitet. Zu den Aufgaben eines Sattlers gehört aber natürlich auch die Überprüfung und Anpassung von Gebrauchtsätteln. Die meisten Sattler bieten es mittlerweile an, kleine Änderungen wie eine Polsterung oder eine Veränderung der Kammer direkt vor Ort zu erledigen. Größere Änderungen werden dann meist in der Sattlerei erledigt. Und somit gehen 2 wundervolle Tage als Sattler zu Ende. Diese Eindrücke für mich waren richtig, richtig cool. Ich hoffe, dass ihr da genauso Spaß dran hattet, mal einen kompletten Blick auch hinter die Kulissen von der Produktion eines Sattels zu bekommen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus!